Dosenschildkröte. Autor die Seltsam Die Filmbilder hat der Autor Seltsam Genzi selbst in den USA gedreht. Die Dosenschildkröten, Terapene, sind eine Gattung aus der Unterordnung der Halsberger Schildkröten. Die Gattungsbezeichnung der Dosenschildkröten, Terapene, wird korrekt als Landschildkröte übersetzt. Die Tiere gehören jedoch zur Familie der Emydidae. Neuweltsumpfschildkröten und leben amphibisch. Dosenschildkröten haben einen gewölbten Karapax, Rückenpanzer, mit einem mehr oder weniger stark ausgebildeten Mittelkiel. Sie haben die Fähigkeit, ihren Panzer durch ein Quergelenk im Plastron Bauchpanzer, den Vorderlappen und den Hinterlappen des Bauchpanzers hochzuklappen. Vorher muss sie den Kopf und die Gliedmaßen einziehen. Dadurch werden die Öffnungen des Panzers verschlossen und die Schildkröte ist vor Gefahr geschützt. Bei frisch geschlüpften Jungtieren funktioniert dieser Mechanismus allerdings noch nicht. Eckige Klammer auf. Dosenschildkröten gehen morgens und abends auf Nahrungssuche. Die übrige Zeit verbringen die Tiere ruhend, dabei ganz oder teilweise im Sandboden vergraben. Obwohl Dosenschildkröten Landtiere sind, können sie gut schwimmen und gehen ins wasser sie sind gewöhnlich aufgrund des gespeicherten fetts im karapax nicht in der lage tief zu tauchen Therapene sind individualisten jedes hat eigene charakteristische lebensgewohnheiten und lebensräume habitate einige halten sich beispielsweise fast ausschließlich im wasser auf während andere es nie aufsuchen dosenschildkröten halten je nach art Respektive Unterart eine Winterruhe. Therapene sind in weiten Teilen der USA verbreitet. Sie kommen, außer im Bergland, vom Nordosten Nordamerikas über den größten Teil der USA, zwischen den westlichen Nebenflüssen des Mississippi und in einzelnen Gebieten im zentralen und südlichen Mexiko vor. Fruchtbares Grasland, sandige, halbtrockene Böden mit Strauchwuchs. Nahe von Gewässern. Waldränder und lichte Wälder, Wiesen, Feuchtwiesen, Sumpfgebiete, entlang von Bächen und Errapene sind generell alles Frisser. Man sagt, dass Schlüpflinge leicht an gemischte Kost, Salat, Obst, Mäuse, Asseln, Würmer, Schnecken und so weiter zu gewöhnen sind, im Alter hingegen mehr fleischliche Nahrung vertilgen. Pflanzliche Beikost auch Pilze und so weiter. Besonders ist hierbei zu vermerken, dass die Tiere auch Giftpilze ohne Schaden zu nehmen verzehren könnten.